Wenn du nach Tipps suchst, wie man schnell an der Börse reich wird oder in welche Aktie du investieren sollst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das kann weder ein Privatanleger wie ich noch ein Börsenguru genau sagen. Dafür hat jeder sein eigenes Köpfchen. Aber was ich dir sagen kann, wie du an der Börse dein Geld nicht verlierst. Und zwar indem du einige Fehler vermeidest. Hey Leute, heute geht es um einen Börsenfehler, mit dem ich persönlich am Anfang sehr zu kämpfen hatte und der uns alle schon mal zum Schwitzen gebracht hat. Emotionen an der Börse. Der emotionale Bullenmarkt. Stell dir vor, die Börse boomt, Aktien steigen und alle reden nur noch über ihre Gewinne. Du denkst dir, wenn alle kaufen, kann es ja nur weiter hochgehen, oder? Falsch. Aber wir Menschen sind halt so gestrickt. Wenn die Kurse steigen und wir nicht dabei sind, kriegen wir ein ungutes Gefühl. Wir denken, wir verpassen die Party und springen auf. Genau dann, wenn die Kurse auf Allzeit hoch sind. Und dann kaufen wir. Boom. Wie ein Rockstar, der auf der Bühne ankommt, du fühlst dich wie der größte Börsenguru überhaupt. Du denkst dir, oh ja, das war ein smarter Move. In ein, zwei Jahren wird sich mein Geld verdoppeln oder sogar verdreifachen. Mensch, bin ich gut und früher müsste ich dafür am Wochenende noch kellnern. Aber weißt du, was dann passiert? Die Rakete fliegt nicht weiter in den Himmel. Sie kommt zurück auf die Erde und zwar schnell. Jetzt sitzt du da mit deiner neuen Lieblingsaktie, die 20% unter deinem Kaufkurs liegt. Herzlichen Glückwunsch! Du hast dir gerade ein Ticket zur emotionalen Achterbahnfahrt geholt. Ich hoffe, ihr wart nicht unter denen, die beim KI-Hype, bei Nvidia, Supermicrocomputer oder anderen Tech-Aktien hier noch eingestiegen sind. Denn dann folgt üblicherweise die andere Emotion, der panische Bärenmarkt. Alles stürzt ab. Und du denkst dir, oh nein, ich verliere mein ganzes Geld. Verkaufen, verkaufen, Verluste minimieren. Und hier ist das Problem. Du verkaufst, wenn alle anderen auch verkaufen. Und was passiert? Du realisierst deine Verluste. Genau die Aktien, die du im Bullenmarkt gekauft hast, verkaufst du jetzt für weniger. In Panik. Stell dir vor, du gehst zu einem Flohmarkt, du siehst, wie alle ihre Stände abbauen. Und du denkst dir, schnell, ich verkaufe meinen Stand, bevor es zu spät ist. Dann verkaufst du deinen teuren Designerschuhe für den Preis einer Bratwurst. Bärenmärkte sind nichts anderes als ein emotionaler Marathon. Alle Anfänger und Sprinter geben zu früh auf. Und nur die Langstreckenläufer, die trotz schlechtem Wetter und allen Steigungen bis zum Ziel durchziehen, gewinnen das Rennen. Und ich verstehe das. Es ist super schwer, ruhig zu bleiben, wenn du siehst, wie dein Portfolio rot aufleuchtet und dein hart erarbeitetes Geld einfach in Luft aufzulösen scheint. Diese Gefühle hatte ich im Corona-Crash, als meine ETFs von plus 10% auf minus 15% fielen. Und in 2022, als mein Aktienportfolio mehr als 40% an Wert verloren hat. Aber genau dann musst du durchhalten und du darfst keine Aktien verkaufen. Okay, jetzt zur wichtigsten Frage. Wie vermeidest du diese emotionale Käufe und Verkäufe? Ganz einfach. Lass deine Emotionen aus dem Spiel. Klar, es geht um Geld und manchmal sogar um viel Geld. Aber hier sind meine persönlichen Tipps für dich. Erster Tipp. Investiere nur in Unternehmen, an die du langfristig glaubst. Wenn du weißt, dass dein Geld in stabile Aktien steckt, lässt du dich nicht so leicht von kurzfristigen Schwankungen aus der Bahn werfen. Ich habe zum Beispiel kürzlich McDonald's Aktien bei 235 Euro gekauft. Wenn der Preis auf 300 Euro steigt, freue ich mich. Wenn der Kurs wieder unter 230 Euro fällt, kaufe ich nach. Warum? Weil ich langfristig an das Unternehmen glaube und fast sicher bin, dass mein Investment nach 10 Jahren mehr wert sein wird als heute. Zweiter Tipp. Halte dich an einen Plan. Setze dir vorher klare Kauf- und Verkaufsziele. Wenn du sagst, ich verkaufe erst, wenn ich 50% plus mache oder ich halte die Aktie 10 Jahre, egal was kommt, vermeidest du es, bei jeder Kursschwankung in den Panikmodus zu verfallen. Bei 99% meiner Aktien habe ich einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren festgelegt. Solange die Geschäfte des Unternehmens weitgehend intakt bleiben, kaufe ich nur noch nach. Dritter Tipp,
Wenn du deine Emotionen gar nicht kontrollieren kannst, automatisiere deine Investments. Du kannst zum Beispiel monatlich in ETFs oder Aktien investieren, egal ob die Märkte hoch oder runter gehen. Das nimmt dir den emotionalen Stress und du musst dir keine Sorgen machen, den perfekten Zeitpunkt zu verpassen. Spoiler, den gibt es eh nicht. Also meine Freunde, behaltet einen kühlen Kopf an der Börse, vermeidet Emotionen, bleibt am besten ganz neutral, sowohl im Bullenmarkt, wenn alle feiern, als auch im Bärenmarkt, wenn alle vom Weltuntergang reden. Wenn ihr strategisch investiert, wird euch das langfristig belohnen. Glaubt mir. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat und schreibt in die Kommentare, was war euer emotionalster Moment an der Börse. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Bis zum nächsten Mal und immer schön ruhig bleiben. Ciao, Kakao.